Da kommt Stahl und das ist ein ganz großes Ding. Das 1:0, das ist ein Kunstwerk. So spielte beispielsweise Michael Stahl vergangene Saison noch für die Koblenzer Reserve in der Bezirksliga. Weil der Verein sich kaum Neuzugänge leisten konnte, wurden Stahl und vier weitere Spieler der zweiten Mannschaft befördert. In die Startelf hat es heute davon nur Stahl geschafft, vor kurzem noch siebte Liga. Und heute gegen den Erstliga-Absteiger Hertha BSC. Die Berliner in Rot-Weiß als einzige deutsche Profimannschaft diese Saison noch ungeschlagen. Aber hier anfangs noch absolut ungeordnet. Die Gastgeber mit Rahn, Johannes Rahn. Einer von nur zwei Profis, die Koblenz nach dem Abstieg hier halten konnte. Der Außenseiter startet außerordentlich gut. Ecke Pospisil, Stegmann, Kittner und Canizzaro. Die siebte Minute. Die TuS Koblenz jagt der Hertha früh Angst ein. Berlins Coach Markus Babbel hat derzeit eine lange Vermisstenliste. Acht Spieler fehlen verletzt. Aber das darf kein Alibi sein für die bis dahin noch sehr biederen Gäste. Erste Gelegenheit zum Konter, jetzt durch Raphael. Und plötzlich ist alles offen, alles möglich für Valery Domovschiski. Domovschiski macht da von seinem Talent nur sehr sparsam Gebrauch. Kategorie 100%ige. Die Hertha ansonsten praktisch vom Spielbetrieb wie abgemeldet. Koblenz als kompakte Fußballeinheit mit Michael Stahl. Raphael. Und wieder die Chance für Johannes Rahn. Halbe Stunde vorbei. Berlin sieht nicht alt, sondern antik aus. Im Mittelfeld der ehemalige Bezirksligaspieler Stahl. Für Berlins Spielmacher Raphael eingeteilt. Tatsächlich muss Raphael ständig Stahl verfolgen. Verkehrte Fußballwelt. Halbzeit 0-0. Koblenz-Coach Patrick Sander hält seinen Kader für nicht drittligatauglich. Die neben Stahl vier weiteren Ex-Bezirksligaspieler bleiben auch nach der Pause zunächst auf der Bank. Die zweite Hälfte. Berlin leicht verbessert, aber Koblenz läuft auch weiter entschlossen an. Da kommt Stahl und das ist ein ganz großes Ding. Das 1:0, das ist ein Kunstwerk. (23) Jahre alt, der größte Moment seines Fußballerlebens. Ein Märchen. Aus der Mitte entspringt ein Schuss. Ein Befreiungsschlag als glücksbringende Explosion aus genau 61 Metern. Michael Stahl und eine Gewalttat zum Genießen. Seit drei Jahren hat es Berlin nicht mehr ins Achtelfinale geschafft. Und heute droht wieder das vorzeitige Aus. Niemeyer. Und Nico Schulz hat das Reaktion direkt nach dem Gegentor. Noch 20 Minuten. Koblenz beginnt mit der Sensation, ein bisschen zu flirten. Domovschiski und Gentner. Elfmeter gibt es für die Gastgeber. Domovschiski, vorhin eine Großchance verschwendet, verursachte er jetzt eindeutig diesen Strafstoß. Und die Verantwortung übernimmt Markus Stegmann. Stegmann gegen Seina. 2:0. Der Tabellenzehnte der dritten Liga beherrscht den Tabellenführer der zweiten. Die 76. Minute. Michael Stahl nach starker Leistung ausgewechselt. Für ihn kommt Oliver Laux, ein weiterer Ex-Bezirksligaspieler. Und die Hertha hat weiter hauptsächlich mit sich selbst zu tun. Raphael gegen Pospisil. Und jetzt hat Schiedsrichter Christian Bandurski keine andere Wahl mehr. Rot wegen Nachtretens für Raphael. Berlin blamiert sich auf allen Ebenen, die Hertha nur noch zu zehnt. Noch zwei Minuten. Raphaels eingewechselter Bruder Ronny beim Eckball. Ramos, der Anschlusstreffer. Nur noch 2:1. Das erste Mal, dass Koblenz der Zugriff und die Orientierung fehlt. Und Ramos hat dazu die notwendige Klasse. Aber mehr geht nicht. Das war's. Die Pokalüberraschung ist perfekt. 2:1 in Koblenz. Berlins erste Saisonniederlage bedeutet das peinliche Aus.
Heute sind wir nicht unverdient ausgeschieden. Ich denke, dass die Koblenzer einfach mehr Engagement gezeigt haben wie wir. Engagiert und inspiriert durch Stahls Spezialeffekt. Naja, der Trainer sagt immer zu mir, Stahli, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, dann hauen einfach weg. Und ich habe ungefähr gesehen, da steht das Tor und der Ramos kommt angegrätscht und dann haue ich ihn einfach weg. Und im Flug habe ich dann schon gesehen, okay, das könnte jetzt wirklich was gehen. Vor kurzem noch in der Bezirksliga und jetzt im Achtelfinale des DFB-Pokals Michael Stahl. Tja, Stahli hat es geschafft. 18 Uhr am Sonntag, ganz wichtiger Termin für die Koblenzer. Da gibt es nämlich mit Michael Ballack die Auslosung zur nächsten Pokalrunde bei uns in der Sportschau. Aber ich glaube, den müssen wir uns nochmal angucken, diesen Hammer von Stahli. Ganz interessant, der Torwart, der hat auch gar nicht erst viel unternommen da. Der hat das gleich gesehen. Ja, aber Stahl hat jetzt eben gesagt, er hat das Tor gesehen. Ich glaube, er wollte einfach beim Pressschlag nicht zurückziehen oder den Ball wegschlagen und dass er so glücklich drin ist natürlich wunderschön. Der Torwart, der konnte gar nichts machen, aber der hat das auch gesehen. Der dreht hier sofort an. Gerd, hast du schon mal so weit geschossen? Ah, nee. Das wäre jetzt andersrum gewesen. Ich glaube, das Gespräch geht auch nicht gut aus, oder? Nee. Okay, machen wir lieber weiter beim nächsten Spiel. Da kommt Stahl und das ist ein ganz großes Ding. Das 1:0, das ist ein Kunstwerk.